Willkommen bei Kfz-Fuzis. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jungs, vorab, bevor wir anfangen mit dem Video, Dankeschön an euch alle. Danke an Salvo. Krass, ihr seid die Besten. Und ich werde mich nochmal in einem separaten Video mich bedanken. Dazu kommen wir noch auf jeden Fall. Seid gespannt. So. Viele wollten wissen, wie ich den Ölkühler hier verbaut habe. Ja, den Ölkühler habe ich vor dem Wasserkühler verbaut. Mit zwei Schrauben einfach fixiert das Ganze. So sieht das auf jeden Fall bei mir aus. Ladeluftröhre brauche ich eigentlich nicht sagen. Viele wollten das auch sehen. Aber ich meine, das ist selbsterklärend. Ne? Wenn ihr das in der Hand habt, da seht ihr schon, wie das eigentlich alles geht. Ist ja nicht so, dass ich selber geschweißt habe oder so. So, apropos Schweißen. Wir haben ein kleines Problem. Da hat mir auf jeden Fall einer bei YouTube, hat mir einen Kommentar geschrieben und gesagt, ey, Yunus, mach die Lambda-Sonde direkt so nah wie möglich am Turbo. Der hat vollkommen recht. Ich habe gar nicht dran gedacht. Ich wollte das Ganze so machen. Also ich wollte das Ganze so machen, dass ich das von hier nehme, aber das wäre einfach viel zu lang. Viel zu lang. Deswegen habe ich mir jetzt die Arbeit nicht, ich sag mal, wir machen das jetzt einfach wieder neu. Ich habe alles wieder abgebaut, werden die Lambda-Sonde direkt an der Domepipe machen. Ne? Ja, da werden wir auf jeden Fall ausschneiden und hier dran schweißen, das Ganze. Und dann direkt, dass wir das so nah wie möglich am Turbo haben, das Ganze. Ne? Dazu auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass du mich echt daran erinnert hast, weil sonst hätten wir Probleme gehabt. Spätestens dann, wenn wir abstimmen, dann hätten wir Probleme gehabt. Sonst, ja, da gibt es noch ein kleines Problem bei uns. Der Wagen ist eigentlich soweit fertig. Nur, ja, die Lambda-Sonde mache ich nochmal. Und dann Ladeluftrohre. Da fehlen mir ein paar Silikonschläuche. Das kommt auch noch. Die habe ich bestellt. Und dann gibt es Probleme mit der Bremse. Wir haben falsche Spurplatten. Das heißt, wir werden die Bremsen wieder später auseinanderbauen komplett. Wenn ihr Lust habt, das sind die vorderen Bremsen, wenn ihr Lust habt, kann ich dazu ein Video machen. Ne? Ansonsten sind nur noch Kleinigkeiten und das Ding ist dann fertig. Wir werden das erstmal hier das Ganze nochmal schneiden und das Ding hier einsetzen. Hier habe ich das schon ausgeschnitten. So sieht das aus und das wird dann hier hinkommen. Ja, das müssen wir natürlich noch verfeinern, das Ganze. Hier auch noch ausschneiden und dann schauen wir, wie wir den da reinklatschen. Ja, viel Spaß mit dem Video. Mein Bruder, der hilft mir, der war früher, vor 20 Jahren, 30 Jahren, 30 Jahren sogar, krass, wie alt bist du? Tja. War ja Wickschweißer, also Schweißer. Danach hat er es nicht gemacht, er ist selber jetzt Arzt. Erzähl mal was von dir. Bevor Kommentare kommen, wie, was sind das denn für Schweißnähte, wenn du so operierst, wie du schweißt. Ich habe es seit 30 Jahren nicht gemacht und werde es jetzt einfach wieder versuchen und starten. Ja, Dankeschön auf jeden Fall. Er war sofort bereit, mir zu helfen. Und ganz ehrlich, einen anderen hätte ich auch nicht gerufen. Mein Bruder hat das selber gesagt, ey, Yunus, komm, ich mach dir das schon. Weil er hat das Video gesehen und gesagt, warum sagst du mir nichts? Ich bin doch Schweißer. Deswegen, genau. Dankeschön an meinen Bruder. Gerne. Dann starten wir, oder? Ja, dann fangen wir an damit. Du hast doch zu mir gesagt, ich soll das so machen. Ja, ja, aber das sollte ja besser angepasst werden. Du hast gesagt, ich soll so schneiden. Kriegen wir schon geschweißt. Ja. Das möchte ich hören, aber Optimist sein hier. Thank you.
Also, ich bin kein Profi, ne? Du bist Arzt, wir wissen das alle. Du brauchst einen Arzt? Das kann ich besser. Also bevor so Kommentare kommen, wenn du so operierst, wie du schweißt. Turbo, Abgasseite, hier kommt die Lambda-Sonne direkt anschließen, so, dass wir die Messung gut machen können bei der Abstimmung. Danke an meinen Bruder Ibi und danke nochmal an den Support, danke nochmal an Turbo Salvo. Seid gespannt, es kommt ein separates Video. Sobald das Auto fertig ist, mache ich ein Video noch. Seid gespannt auf jeden Fall. Und bitte, schreibt mal bitte in die Kommentare, weil ich kriege Montag den i30N Performance. Wenn ihr Bock habt, ich sage euch, das ist so ein geiles Auto. Wenn ihr Bock habt, schreibt das in die Kommentare, wenn ihr das Auto sehen wollt. Ich mache eine Inspektion und wenn ihr wollt, kann ich eine Probefahrt für euch machen. Das einmal und dann, ja, mit dem Audi müssen wir uns ein bisschen gedulden. Die Bremsen mit den Spurplatten, da müssen wir leider warten. Ich kann es leider nicht ändern. So fahre ich auf jeden Fall nicht. Die Dompipe haben wir ja schon fertig, Auspuffanlage ist fertig, dem wurde ja auch schon geschweißt. Das hatte ich, glaube ich, nicht gezeigt. Das hat auch mein Bruder eben gemacht gehabt. Ja, ansonsten, was soll ich noch sagen? Ansonsten, was war noch? Achso, wegen der Ansaugung. Ja, die Ansaugung, die müssen wir leider warten mit den Schläuchen. Das ist eigentlich nur noch, das fehlt nur noch, das war's. Ja, Ölkühler habe ich euch ja gezeigt, wie ich das eingebaut habe. Ja, und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Und ja, Dankeschön nochmal an euch allen. Danke und bis dann, euer Kfz-Fuzzi. Ciao.